So, das sind unsere Ostereier mit den frisch gravierten Motiven. Da habe ich schon zwei verschenkt an die Nachbarn. Und da sind so ein paar Geschichten stecken dahinter. Manche sind dann auch ganz einfach und ideenlos quasi. Das ist der fleißige Mann, der dann fleißig die Eier eingesammelt hat. Fleißige Osterhase. Hier wird so ein kleines Osterhäschen beschenkt. Ein paar junge Osterhasen. Das ist ein Osterhäschen, welches aus dem Ei schlüpft. Noch schnell rechtzeitig zu Ostern die Ostereier bringen. Das ist ein typisches frohes Ostern mit einem Blümchen und kleinen Häschen dahinter. Ja, ein Fahrradfahrer, der auch noch unterwegs ist. Da sieht man so einen Fußballspieler. Ja, der typische, also das ist ein Berufsbild und kein Zocker oder so. Ja, und wen haben wir denn da? Ideen. Das, ja, sieht nach einer Dekupiersäge aus, einer Bandsäge. Also dreimal dürft ihr raten. Das ist dann auch ein klassischer Bastler mit Regalchen da. Fotografen. Mitten in der Natur. Ja, hier haben wir wohl Wandersleute, die unterwegs sind. Ups, da ist ja ein Osterhase mit seiner Häschen. Das hatten wir schon. Ist ein Wandersmann im Stock, also ein älterer Osterhase. Ja, und hier frohe Ostern. Auch nochmal ein Radfahrer. Frisch graviert. Die müssen jetzt noch ein bisschen entstaubt werden, damit sie wieder glänzen. So, wünsche ich euch frohe Ostern und seid schlau und bleibt neugierig. Ciao, ciao.